Klassische Umfragen zeigen, dass das Rennen um die US-Präsidentschaft knapp ist. Zarten Vorsprung für die demokratische Kandidatin Kamala Harris. Vor allem in sogenannten Swing States, die den Ausgang der Wahl entscheidend beeinflussen werden, ist das Rennen besonders eng. Doch eine beliebte neue Methode, das Rennen zu verfolgen und darauf zu wetten, zeigt einen komplett anderen Verlauf. Polymarket, einer der führenden politischen Wettbörsen mit Sitz im Ausland, gab Donald Trump am Donnerstag eine 61-prozentige Chance, die Wahl zu gewinnen. Gleich mehrere Faktoren ziehen diese Seriosität dieser Zahlen in Zweifel. Bei den Prognosen der Wettanbieter handelt es sich nicht um eine wissenschaftlich durchgeführte Umfrage. Das Prinzip ist ein gänzlich anderes und einfaches. Auf welchen Kandidaten mehr Geld gewettet wird, desto bessere Chancen werden ihm eingeräumt. Und anders als bei Umfragen kann jeder mitwetten. Auch ausländische Akteure können auf den Ausgang der Wahl setzen und so Trends und damit die öffentliche Wahrnehmung manipulieren. Twitter-Eigentümer und Trump-Unterstützer Elon Musk machte am 7. Oktober Werbung für diese eigentümliche Art der politischen Teilhabe. Seither ist der republikanische Kandidat seiner Konkurrentin Harris an den Wettbörsen enteilt. Das Wettvolumen bei Polymarket allein hat die 2-Milliarden-Marke geknackt. Einzelne User pumpen dabei Millionenbeträge für einen Trump-Sieg ins System. Das Pseudonym Freddy9999 hält dabei eine Position im Wert von mehr als 15 Millionen Dollar. Ob sich hinter dem Account eine oder mehrere Personen befinden, ist nicht bekannt. Diese ihren Summen verfälschen das Ergebnis und damit die propagierten Gewinnchancen. Politische Beobachter sehen in dem Phänomen einen Mitgrund, warum es vielen Amerikanern mittlerweile derart schwerfällt, politische Niederlagen an der Urne zu akzeptieren. Die Wähler sehen sich in ihren Echokammern durch hohe Gewinnchancen bestätigt, selbst wenn sie falsch liegen. Bereits vor 4 Jahren zweifelte Trump das Wahlergebnis auch deshalb an, weil er bei den Bookies vorne gewesen ist.